Hallo Leute, willkommen zurück auf Baby Blau. Heute mit der Fortsetzung von der letzten Woche, wo wir über die schlimmsten Sternzeichen zum Leben geredet haben. Heute geht es um die besten Sternzeichen. Also ein Gott sei Dank. Oh ja. Mein Gott. Da hast du einige, oder? Ja, da habe ich einige. Okay, also nicht so viele, ne? Aber vielleicht kann ich hier ein bisschen mehr erzählen. Weil ich hatte einfach nicht so viele schlechte Sternzeichen oder mit schlechten Sternzeichen. Aber bei den guten sieht das schon ganz anders aus. Und da ist auf jeden Fall. Also, du weißt ja, wer meine Liebe ist. Welche Sternzeichen, oder? Stier. Stier natürlich. Ja, ich bin Stier und sie hat im letzten Video gegen mich geschossen, gegen Stierfrauen. Was? Ehrlich, wenn du könntest, du würdest mit mir zusammen sein. Oh mein Gott. Wenn das es möglich müssen wir rausschneiden, Leute. Nein, wir sind Schwestern, wie ihr vielleicht wisst. Aber ich glaube, besonders wenn sie könnte, wenn sie mich in einen Mann umwandeln könnte. Aber das Ding ist, bei dir ist es genauso. Ich bin Waage und ich glaube, so eine Waage würde dir so gut tun. Die würde dich so ein bisschen auf den Boden holen. Glaube ich auch, aber wenn ich so manchmal überlege, wie du mit mir umgehst, ich schreibe dann manchmal so, oh, I love you, I miss you, da kommt einfach nichts zurück. Also ich bin schlecht im Schreiben. Ich lehne gegen eine Wand, auch so, oh, hat dich lieb. Das stimmt doch gar nicht. Da kommt gar aber nichts. Aber es geht heute nicht darum. Okay. Was sind deine Lieblingssternzeichen beim Daten? Die besten Sternzeichen zum Daten. Also, du willst es nicht mehr, ne? Da ist noch ein Kloster, ne? Hast du zwei gegessen? Nein. Habe ich zwei gegessen? Wahrscheinlich. Nee, möchte ich nicht. Dankeschön. Nee, geh mal weg mit diesen Käse-Ding. Ist das ruhig? Guck mal, wie lieb ich bin, weißt du? Und oh, so nett. Oh. Okay, also ja. Meinerseits die besten Sternzeichen zum Daten. Also ich war ganz lange mit Pisces, mit Fischen zusammen. Mhm. Ich finde Fische, von all dem Schlechten abgesehen, tolle Sternzeichen. Das funktioniert mit mir, dem Stier, sehr, sehr gut. Ein Fischemann. Wie sind die so? Einfühlsam. Mhm. Hören zu, sind nett, nehmen sich Zeit, Überraschungen, großzügig, einfach, weiß nicht, gut gegenüber anderen Menschen auch, nett zu meinen Freunden, nett zu meiner Familie. Also wirklich, eigentlich. Die Kamera ist gerade ganz kurz ausgegangen, die ist abgekackt. Aber zu den Fischen, das einmal abzuschließen: Fische. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr needy seid, wenn ihr viel Aufmerksamkeit braucht, wenn ihr immer wie eine Prinzessin behandelt werden möchtet, die werden es euch geben. Also Fische auf jeden Fall Number One. Ja. Was ist dein Number One Sternzeichen zum Daten? Nicht das Sternzeichen, was bedeuten, aber du weißt schon. Ja, mein Number One Sternzeichen zum Daten und allgemein ist auf jeden Fall Stier. Ich finde, Stiermänner sind ganz toll. Super loyal, nett, bodenständig, lustig. Was noch? Was los noch? Das Ding ist, du kennst gar nicht so viele Stiermänner, ne? Also ich kenne doch eins. Ah, Vielleicht probiere ich mich auch bei den Stiermännern aus. Ich finde, ein Sternzeichen ist dann gut, wenn das wirklich zu deinem eigenen Sternzeichen passt. Und ich bin ja Waage und Stier und Waage sind beide so eher so bodenständige Sternzeichen, finde ich. Aber dennoch, die genießen so die schönen Dinge im Leben. Die ja, sehen beide die Schönheit in Dingen. Ja, und weil Waage soll ja angeblich sehr eitel und sehr oberflächlich auch ab und zu sein, ne? Oh ja, okay. Aber Stiere können das auch sein und ich finde, das kann man auch so ausdrücken, dass die diese schönen Dinge einfach genießen, wie du sagtest. Auf jeden Fall. Und nicht unbedingt jetzt luxuriös sind. Auf jeden Fall. Oh, der Chicken Burger, schon den aus. Wir schon in der letzten Folge geteased haben. Wow. Sieht richtig nice aus, ne? Der sieht schön aus. Sieht sehr lecker aus. Sollen wir einmal reinbeißen? Mhm. Oh mein Gott. Was denn? Upsi. Weg. Also, ich finde, das ist schon ein Chicken Burger, aber der hat so gar nichts mit dem alten Chicken Burger zu tun. Mit welchem alten? Den Typen normal für 3 Euro? Ja. Ja, aber der für 1,40 Euro oder so. 1,40 Euro. Aber da ist doch auch so irgendwie, das Fleisch ist voll durchgemalt. Das ist, glaube ich, gar kein Chicken so richtig drin. Aber die Soße ist so ganz anders. Bei dem alten Chicken Burger ist da so eine süß-sauer Soße und ein ganz anderer Salat. Und hier ist so eine helle Soße. Ja, aber das ist so diese gute Chicken Burger-Version bei McDonald's, weißt du? Ja. Zurück zum Thema. Okay, Stier. Also Stier, dann haben wir Pisces, weit voll gute Sternzeichen zum Daten. Also vertraut mal, die sind wirklich gut. Im letzten Video habe ich ja, nee, nicht im letzten, sondern im vorletzten Video habe ich ja gegen die Löwen so krass geschossen. Mhm. Aber ich wurde das Beste. Bei den Mösen, ja. Bei den Mösen?
Also ich wurde, was, sagt man das, ich wurde des Besseren belehrt. Ich wurde des Besseren gelernt. Belehrt. Masterstudium, Leute. Masterstudium, fast durch. Löwen sind ganz toll. Also, gebildet, souverän, nett auch, selbstbewusst, I like, ja, gute Sternzeichen, also no joke. Wieso magst du Löwen nicht? Weil ich zwei davon gedatet habe. Wow. Meine erste Beziehung war ein Löwe. Keine schlechten Worte darüber. Deswegen lassen wir das einmal beiseite. Aber der zweite Löwe, den ich gedatet habe, crazy. Also wirklich crazy, ich weiß nicht. So selbstverliebt, nie. Die ganze Zeit ging es nur um ihn. Also was? Egoistisch, so immer in den Spiegel gucken, dies, das ist total langweilig. Also, was ich nicht aufstehen kann, ist ein Mann, der selbstverliebt ist. Ich finde es gerade voll krass, weil ich habe auch einen Löwen gedatet und der war ganz anders. Wo die beide dasselbe Sternzeichen hatten, aber der war so null selbstverliebt. Und der war total interessiert. Ja. Achso, ja. Ja, der war voll interessiert und das hat so. Also. Der war auch null eitel. Weil Löwen neigen dazu, eitel zu sein. Ja, die sind schon interessiert, das ist ein guter Punkt. Die sind ja nicht nur schlecht. Aber dieses so Selfie hier und so. Die fühlen sich einfach so hübsch. Die fühlen sich einfach immer so hübsch. Ja, aber das Ding ist, wie gesagt, persönliche Präferenz. Ich mag das nicht bei Männern, wenn die so. Zu sehr auf ihr Aussehen fokussiert sind. Ob das Mode ist, ob das irgendwie irgendwas anderes ist, so Hygiene und alles so rum, das muss da sein. Das ist unmännlich. Es geht gar nicht um Männlichkeit, ob es männlich oder unmännlich ist. Ich finde, jeder muss das für sich selbst definieren, was er mag. Ich mag das einfach nicht, für mich selber. Ja. Mich turnt das ab. Ja, ich finde den toll. Das ist ganz toll. Okay. Hast du noch ein Zeichen, was gut ist? Ich habe noch ein Zeichen, das ich sehr gut zum Daten finde. Und zwar ist es Skorpius. Skorpios, gute Freunde, sehr aufmerksam, hören zu, bisschen crazy, bisschen schwer zu handeln, aber dennoch finde ich sehr gut zum Daten. Ja, also das Ding ist, ich habe im letzten Video gesagt, dass Skorpios keine guten Zeichen zum Daten sind, aber ich muss ehrlich zugeben, es kann so oder so laufen und ich hatte wirklich sehr, sehr schöne Dates mit dem Skorpio. Ihr sagt doch, sehr aufmerksam. Sehr aufmerksam, sehr geplant, cool, machen kleine Geschenke, das ist auch süß. Ach so. Aber Skorpios sind wirklich ein bisschen crazy. Aber ab und zu ist ein bisschen crazy auch gut. Ich mag das, weil sonst wäre es mir auch viel zu langweilig. Die sind leidenschaftlich. Lass das mal so, die sind wirklich, die haben diese Leidenschaft in sich. Und manchmal, keine Ahnung, sagen, boah, ich will dich nicht mehr sehen. Und dann komm zu mir, ich komm zu dir und dies und das. Also ein bisschen so K-Drama-mäßig. Ja, genau, so ein bisschen Spaß ist schon dabei. Deswegen finde ich das gar nicht mal so schlecht, weil ich auch ein Drama-Queen bin. Deswegen. Ein anderes Sternzeichen, was auch so ein bisschen crazy und leidenschaftlich ist, Zwillinge. Two-faced, ne? Aber die können auch sehr crazy drauf sein, was ab und zu lustig ist. Also Stier, Löwe. Aber merkst du selber, wenn man datet, man trifft immer auf die gleichen Leute. Wie meinst du das? Man trifft immer auf die gleichen Sternzeichen. Ja, I know. Das ist ganz, ganz komisch. Also bei mir, Krebse, ganz viele, Jungfrauen, die finde ich ja nicht gut. Dann Löwen auf jeden Fall, finde ich auch nicht gut. Dann Skorpius auch immer wieder, Libras auch, komischerweise. Leute, das allerbeste Sternzeichen ist, zum Daten ist Waage. Ich habe noch nie eine Waage gedreht. Ich will mich selber aufhören zu pushen. Ich glaube, dass ich eines Tages auf eine Waage treffen werde und dass es super funktionieren wird. Ich habe aber noch nie eine Waage gedatet. Ja, aber warum willst du ein Sternzeichen, was gar nicht existiert? Nee, sich zu dir angezogen fühlt. Weil ich glaube, man zieht schon das an, was sich zu dir angezogen fühlt. Und wenn du noch nie eine Waage kennengelernt hast, dann fühlen sich Wagen einfach nicht zu dir angezogen. Ja, maybe. So Leute, das war's auch schon mit unserem Sternzeichen-Analyse Part 2. Schaut euch auf jeden Fall Part 1 an, damit ihr erfahrt, von welchen Sternzeichen ihr euch fernhalten solltet. Und sagt uns auch Bescheid, falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, oder? Weil, wie ihr seht, wir sind Sternzeichen-Experten. Also, falls ihr eure Expertise vertiefen wollt, können wir das gerne machen. Abonniert uns, liked das Video und schaltet nächste Woche Donnerstag um 18 Uhr wieder ein. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Bye. Das Ding ist, mir ist aufgefallen, dass sich einige Sternzeichen noch nie gedatet haben. Aquarius. Was hast du noch nie in meinem Leben gesehen?
Weil die Männer, was der Mann, wissen das? Schütze. Arnold. Ja, aber unser Bruder. Ja, das kennen wir auch nicht. Ja, das war's.